Hallo, einen schönen Nachmittag hier im strahlenden Sonnenschein am Ballhausplatz. Hinter mir die Präsidentschaftskanzlei. Ich durfte gerade einen Austausch mit dem Herrn Bundespräsidenten haben. Es ist ja doch eine schwierige Zeit, die natürlich auch meines Erachtens einen Zusammenhalt in politischer Hinsicht, den es braucht. Ich habe halt auch unsere Anliegen heute deponiert und ein ganz wesentliches Anliegen von uns, von mir, von NEOS ist, dass wir eine Perspektive bekommen in Europa wieder mit geöffneten Binnengrenzen. Ich halte es für nicht die beste Lösung, rein auf bilaterale Grenzöffnungen zu setzen, und schon gar nicht halte ich es für gut, eine Rhetorik zu fahren wie Austria first. Wir brauchen einen funktionierenden Binnenmarkt und offene Grenzen in Europa, denn diese Krise ist eine Krise in ganz Europa, und wir werden nur rauskommen, gut rauskommen, wenn wir hier gemeinsam in Europa einen Weg finden, der bedeutet, dass die Menschen reisen können, ihre Angehörigen treffen können. Es bedeutet, dass die Menschen auch die Chance bekommen, etwas zu verdienen, und dass man diese offenen Grenzen hat. Das war eines unserer Anliegen. Andere Anliegen waren das Thema Rechtsstaatlichkeit und auch das Thema Schulen und Kindergärten. Denn ich glaube, hier braucht es auch eine Perspektive ab Herbst. Daran werden wir auch arbeiten. So, das war das Update von meiner Seite. Ach ja, und dann haben wir über das Datenleck gesprochen. Dass wir nicht vergessen, wir NEOS, wir warten hier immer noch auf Antworten vom Finanz- und vom Wirtschaftsministerium. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen gibt es eine Plenarsitzung. Und wir werden weiterarbeiten. Hoffentlich bald auch mit geöffneten Grenzen. Ja, bin noch immer live. Na gut, dann erzähle ich euch noch was. Schaut, da ist das Burgtheater. Ich gehe nämlich jetzt gerade ins Büro, und ich glaube, jetzt heute findet eine Twitter-Vorstellung statt des Burgtheaters. Das ist natürlich nicht so großartig, wie wenn es endlich wieder Kultur in einem gewissen Maße gibt, weil das brauchen die Menschen, wir alle, wie die Luft zum Atmen. Es ist tatsächlich sehr still, aber vielleicht findet ihr ja Zeit, bei der Twitter-Vorstellung des Burgtheaters heute vorbeizuschauen. Natürlich ein schaler Ersatz, aber immerhin eine gute Aktion.